Recht herzlich willkommen zur 80. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, und wir sind ja unterwegs an der Memel und schauen zu, dass wir das da hinkriegen. Lassen wir mal laufen, was ist das denn hier? Wir können Staaten bilden, okay. Na denn. Okay, das hat geklappt. Gegen Brunnenberg Brandenburg hätten wir einen Kriegsgrund. Okay, machen wir das doch. Ja. Privilegien gewähren. 10 Loyalität gewinnen. Verliert Loyalität. Jetzt gucken wir da gerade schnell rein. wo waren das? Bürger und Klerus. Adel gibt es gar nicht mehr. Okay. Ist also relativ egal. So, Einfluss ist das. Okay. Loyalität 10 dazu. Und hier ist... Verlieren Loyalität. Das ist eigentlich egal, ne? Gut, Red Lake. Okay, was haben wir denn noch? Hier oben sind wir noch zugange, ne? Genau. Wie weit ist denn das hier fortgeschritten? Achso, das haben wir dann auch schon. Die sind selbst erhalten, hatten wir schon, ne? Okay, alles klar. Hätten wir vielleicht weitermachen müssen. Aber ist alles soweit gut. Da senden wir dann den zweiten hin. Gut, das läuft auch. Dann gehen wir wieder nach Litauen. Okay, da können wir sowieso nur so machen. Wer kämpft denn da gerade? In die Britannia, okay. Britannia ist auf unserer Seite. Hätte er vielleicht helfen sollen, ne? Verlieren 20 Loyalität, okay. Ja, machen wir das. Okay, okay. Das ist schon besetzt. Wir halten 10 Prestige. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier auf den Turm, obwohl das wäre wahrscheinlich auch gegangen, aber ist jetzt auch egal. Das sind 59 Litauer, okay, die greifen uns gerade an, aber Österreich kommt zur Unterstützung und auch noch rechtzeitig, alles klar. Das haben wir mal gerade so gewonnen. Wir haben 25 Leute verloren, glaube ich, ungefähr. Britannia schloss Frieden, okay. Wieso schließen die alle Frieden? Warte mal. Sind die denn besetzt gewesen von denen, oder was? Die Polen sind da oben. Okay. Wer ist das jetzt hier? Besetzt durch Utrecht, okay. Ne, wir ziehen jetzt hier weiter durch, ne, oder? Muss mal wieder laufen. Nur ein bisschen aufpassen, dass da keine Litauer kommen, ne? Weil die waren eben doch schon ziemlich stark, ne? Okay, das ist jetzt wieder weggegangen, weil wir wahrscheinlich hier das nicht haben. Ja. Auf was warten die Österreicher da? Aber wir sollten vielleicht mal hier oben ein bisschen was gucken, ne?
Was ist das? Ruf nach Frieden. Ja, jetzt wäre ja mal interessant hier. Ja, wir kriegen nämlich nichts. Das ist unser Problem. Und da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich hätte ja wenigstens was gehabt, ne? Wenigstens einen. Das ist 18. Das ist 10. Das ist sogar nur 6 und das geht nicht. 14. 12. Hier unten wird noch was gehen, wenn. 9. 8. 10. So eine Enklave, ne? Fünf geht auch nicht. 6. 7. 15. 19. Tja. Selbst Kriegsreparationen gehen nicht. Was soll denn der Scheiß? Auf Deutsch gesagt. Ist das? Mein Fundank fängt auch an, frech zu werden, oder wie sehe ich das? Weiß ich auch noch nicht, was wir da machen. Gucken wir jetzt mal weiter durch hier. Ein bisschen. Stabilität können wir erstmal erhöhen. Ach, können wir so noch mehr erhöhen. Dann machen wir das auch noch. Die kriegen auch noch erstmal eine Unterdrückung rein. So, was haben wir noch? 20, 30, 20, 20. Das können wir erstmal so lassen. Oh, da ist ja ganz viel, wer da aufständig ist in dem Sinne, ne? Dann machen wir die 30er hier auch noch gerade weg. Haben wir gerade. Können wir auch Kultur ändern, machen wir erstmal. Vielleicht klappt das dann noch. So, wir können irgendwo was entdecken oder entwickeln. Verstärkungsrate, Regimenter, ja, komm, zack. Bringen wir da auch noch hin. Erledigt. Ja, wir sind im Krieg, ist klar. Irgendwo können wir noch was bauen. Werkstatt, Kaserne. Marktplatz. Jetzt müssen wir zwei, drei Marktplätze bauen. Geld haben wir denn noch? 400. Na, lass laufen weiter erstmal. Und. Nee, das war ja das, was wir gerade gemacht haben. Keine Mission gewählt. Richtet Handel in Indien. Ja, komm, wir nehmen das unten hier. Kongo ist der Rivale unseres Rivalen. Daher wollen wir für sie unseren Freunden. Ja, komm, das kriegen wir wohl hin, denke ich, ne? Jetzt müssen wir nur den Kongo finden gerade. Da ist er ja. Diplomatie. Beziehung verbessern. Bestätigen. Läuft, ne? Da sind wir schon mal unterwegs dann. Hier ist aber eine Mission, die wir schon abschließen können. Führt Sonntagsschulen ein. Ja. Ein
Missionsstärke hört sich doch gut an, oder? Persien, Moskau. Skandinavien ist ganz schön groß, ne? So. Was ist das hier? Red Lake machen wir zur Kernprovinz. Läuft. Wir lassen weiterlaufen. Ein Seestreit mit. Oh, oh, warte mal. Zock, Pause müssen wir auf jeden Fall machen. Kosten der Batterie plus 10. Schiffe werden teurer. Komm, egal. Schatzmeister gestorben. Frieden geschlossen. Was kam für uns dabei jetzt rum? Diesen Frieden hält Großbritannien 5 Prestige. Ja, wir haben dann. Inflation ist gestiegen. Wir haben 243 Dukaten bekommen. Super, oder? Naja, besser wie gar nichts, ne? Und eine Gefälligkeit, da haben wir jetzt schon 17. So, und dann müssen die nach Hause. Dann bringen die mal dahin. So, dann können wir weiterlaufen lassen. Und ja, das ist klar. Die kommen auch wieder nach Hause. Das ist jetzt auch weg. Und das hier. Die haben jetzt das Freiheitsstreben, ne? Okay. 83. Adlige Kovle verlangen Hilfe. Ja, komm, zack, 100 Dukaten weg, egal. Herrscher beschwichtigen. 42%. Okay. Truppen sind da weg. Österreich hat sich, glaube ich, ein bisschen vergrößert. Könnte sein, ne? Truppen sind jetzt wieder hier. Sind aber schon ziemlich geschwächt, aber die werden dann auch wieder mehr. Neufundland. Das wird gemacht und das wird auch gemacht. Ohio ist das, okay. Interessant, dass das noch nicht zu Neufundland gehört. Die wollen dann nicht direkt an Kastilien liegen, ne? Oder wie? 73 Tagen kommt der Kolonist erst an, okay. Das ist dann Kastilien. Vielleicht mal das nicht nehmen sollen, sondern hier das erst nehmen sollen. Naja, jetzt ist zu spät. Handelskrieg kommt wegen Hamburg. Okay. So, 50 administrative Macht nehmen oder in die Schatzkammern was reinbringen.
Ja, müssen wir mal gucken. 355 ist natürlich richtig Kohle. Ich glaube, ich nehme die Kohle, das ist besser, ne? Dann müssen wir mal schauen, dass wir das hinkriegen, ne? Okay, aber ich würde jetzt mal sagen, für die Folge soll es auch erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.